Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Funnel Cockpit geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Funnel Cockpit – Erfahrungen. Das Funnel Cockpit ist die All-in-One-Lösung für dein Online-Business. So wird es beworben. Es ist im Prinzip ein Werkzeug, welches verschiedene Marketing- und Conversion-Tools vereint. Dazu gehören, kurz gesagt, Seitendesigner, Videoplayer, Marketing- und Analyse-Tools. Wie genau das Funnel Cockpit funktioniert, könnt ihr in meinem Funnel Cockpit-Erfahrungsbericht nachlesen. Funnel Cockpit – Die verschiedenen Funktionen. Im Funnel Cockpit kommen Page-Builder, Mouse-Tracking, Countdown-Tool, Umfrage-Tool, Mitgliedersystem, Split-Test-Tool und Hosting zusammen. Das allein genommen sind alles Funktionen, die einzeln gesehen extrem viel Geld kosten. Genau dieser Wulst an Funktionen macht das Cockpit zu einer All-in-One-Lösung. Funnel Builder, Page Builder. Im Funnel Cockpit bekommt man einen kompletten Editor für Webseiten. Mit diesem kann man im Handumdrehen eigene Landing Pages oder Sales Page, also Verkaufsseiten, erstellen. Dieser Editor zielt darauf ab, dass auch Anfänger damit umgehen können. Man zieht sich einfach die Elemente, die man braucht, und füllt diese mit eigenem Inhalt. An einigen Stellen kann man dann noch die Elemente abändern oder verschieben. Es gibt diverse Templates mit bereits fertigen Layouts, die nur noch angepasst werden müssen. Die erstellten Seiten sind sowohl für Browser als auch für mobile Endgeräte geeignet. Das heißt, egal ob die Besucher am Computer oder ihrem Smartphone die Webseite aufrufen, sie wird immer vollständig und korrekt angezeigt, was in der heutigen Zeit ein absolutes Muss ist. Videoplayer. Viele Internetunternehmer sind auf der Suche nach einem intelligenten Videoplayer. YouTube oder Vimeo bieten vielleicht nicht das, was man sucht. Gerade bei YouTube hat man keinen Einfluss auf das Design und es fügt sich nie wirklich schön in das Gesamtkonzept einer Internetseite ein. Es kann hier auch passieren, dass die Besucher abspringen, weil sie sich das Video nicht auf der Webseite anschauen, sondern lieber auf YouTube direkt gehen. Daher kann ein eigenständiger Videoplayer, der für Internetunternehmer entwickelt wurde, die Lösung sein. Er bindet sich nahtlos ein, hat bessere Performance und bietet insgesamt einfach mehr Möglichkeiten. Mouse-Tracking. Mit dem Funnel-Cockpit-Mouse-Tracking-Funktion kann man genau das Besucherverhalten studieren. Im Prinzip sieht man bildlich, wo Besucher ihre Maus bewegen, wo sie sich am meisten aufhalten und welchen Bereichen eher weniger Beachtung geschenkt wird. Es ist Teil der Analyse-Tools, die einem dabei helfen sollen, die Konvertierungsrate der Webseite zu verbessern. Sobald man weiß, wo die Besucher am ehesten hinschauen, weiß man auch, wo man die wichtigsten Inhalte platzieren sollte. Split-Test. Mit einem A-B-Split-Test lässt sich herausfinden, welche Webseite besser ankommt. Hat man zwei Seiten vorbereitet, eine A und eine B, so kann man sie gegeneinander antreten lassen. Das heißt, ein Teil der Besucher wird zu A hingeschickt und ein Teil der Besucher zu B. Am Ende sieht man einfach, welche Seite besser konvertiert, welche die besseren Ergebnisse erzielt hat. Weitere Funktionen. Zu den weiteren Funktionen kommen noch ein Umfragetool hinzu, mit dem man eben Umfragen schalten kann, Conversion Pixel und automatisierte Webinare. Gerade letzteres ist wieder ein Punkt, für den man allein genommen monatlich Geld zahlen müsste. Automatisierte Webinare sind ein starkes Verkaufstool, welches man sehr gut in Landingpages verpacken kann. In solchen Webinaren können aus Interessenten Käufer werden, wenn man es richtig anstellt. Man kann außerdem noch Countdowns erstellen, die zum Beispiel ein bestimmtes Angebot zeitlich begrenzen oder eine Verknappung, die ein Produkt limitieren. Funnel Cockpit kaufen. Den Funnel Cockpit gibt es in drei Ausführungen. Alle drei lassen sich für 7 Tage testen gegen eine Gebühr von 1 Euro. Ansonsten kostet die Lite-Version 47 Euro im Monat, Standard 97 im Monat und Business 297 Euro monatlich. Im Business-Paket hat man vollen Zugriff auf alle Funktionen, die ich vorgestellt habe. Bei Standard fehlen Mouse-Tracking, Bounce-Tool, Webinare, Premium-Templates und Zugriff auf Beta-Tools. Bei Lite fehlen neben diesen genannten noch das Umfragetool und die Split-Tests. Meine Funnel Cockpit-Erfahrungen. Als ich den Preis gesehen habe, hat es mich fast vom Hocker geschlagen. Warum? Wie ich schon einmal erwähnte, kostet alles einzeln gesehen zusammen mindestens das Doppelte. Schon allein Videoplayer, automatisierte Webinare und Page-Builder sind bei anderen Anbietern so teuer wie hier das Gesamtpaket. Preislich gesehen hat es also keine 2 Minuten gedauert, dass ich überzeugt war. Nun musste mich nur noch Funktionalität und Bedienbarkeit mitreißen. Nach dem Kauf erhält man direkt den Zugang zum Programm. Da es ein Cloud-basiertes Programm ist, muss man nichts installieren oder dergleichen. Es wird von der Cloud aus ausgeführt und ist somit immer startklar. Das bedeutet aber auch, dass man immer einen Internetzugang haben muss. Da man aber aller Wahrscheinlichkeit nach aber Internetunternehmer ist, ist das so oder so gegeben. Bedienerfreundlichkeit ist absolut gegeben. Ich habe selten etwas gesehen, was so einfach aufgebaut ist, aber dennoch so sehr fruchtet von der Funktionalität und Effektivität her. In der Navigationsleiste hat man einen einfachen Überblick über die einzelnen Funktionen. Klickt man darauf, dann zeigt es im Überblick, was das bedeutet und wie man es einsetzt.
Am meisten nutze ich den Page Builder für meine Verkaufsseiten, den Videoplayer und alle Analyse-Tools. Der Editor ist extrem einfach in der Handhabung und wenn man weiß, was man will, ist man in einer einfachen Seite in 2 Stunden fertig. So sieht zumindest meine Erfahrung aus, aber ich habe auch schon mit diversen anderen Bildern gearbeitet. Dafür gibt es noch einige geniale Vorlagen, die echt brauchbar sind und gut aussehen. Der Videoplayer hat es mir aber mitunter am meisten angetan. Es wirkt auf den Seiten hochwertiger, edler und man hat dazu mehr Möglichkeiten. Eine Win-Win-Situation. Der Funnel Cockpit ist meiner Meinung nach ein echter Alleskönner für Internetunternehmer oder solche, die es werden wollen. Wenn Sie von einer All-in-One-Lösung sprechen, dann haben Sie auf keinen Fall übertrieben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist überdurchschnittlich gut, sofern ich das beurteilen kann. Die monatlichen Kosten hat man mit dem Nutzen und dem Mehrwert locker wieder raus. Ich kann jedem nur dazu raten, sich wenigstens mal Probewoche für 1 Euro zu geben, um sich selbst davon zu überzeugen. Ich arbeite sehr gern damit und es ist ein fester Bestandteil meiner täglichen Routine geworden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.